Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von... Genau, eine weitere Folge von... Schauen wir mal, FNV 360, was natürlich steht für Fallout New Vegas auf der Xbox 360. Gut, damit ich das endlich machen kann, deswegen da und... Der Nörgelfinger war das. Wir sind bei Teil 34 angelangt. Zwischen gestern und heute habe ich jetzt nur jetzt vor der Aufnahme, war ich ganz kurz in Novak, deswegen ist es jetzt bei Nacht. Die Rumse bei Nacht. Weil mich interessiert hat, ob wir noch zufällig Dietrich und du das eine oder andere Magazin, ob wir noch daheim haben, dass wir genug Punkte auf Dietrich haben, damit wir hinten, warte mal, ist das im Süden, na, da unten, dass wir im Süden da vielleicht einmal in diesen Tunnel reinschauen können. Und es hat sich herausgestellt, wir hatten noch insgesamt, glaube ich, drei Magazine waren, glaube ich, noch daheim, genau. Ich habe jetzt zwei mitgenommen, einfach nur für den Fall der Fälle, dass wir jetzt da eins benutzen würden und halt eben, dass wir eins in Reserve haben, falls wir auf irgendwas anderes stoßen. Genauso hier ein Informatik-Intim. Habe ich auch noch mitgenommen für Wissenschaft, dass wir Wissenschaft auf 100 hätten, falls wir es brauchen. Und wie ich daheim war, habe ich jetzt den einen Teddy wieder zurückgegeben, den ich mal ja mitgenommen habe. Der liegt jetzt wieder ganz brav auf seinem Bettchen. Und ich habe dann noch geschaut gehabt, ob ich für den Prototypen, was ich da habe, für den da, ob ich da nicht vielleicht zufällig noch irgendwas daheim rumliegen habe, weil in der letzten, ich glaube in der letzten Folge war das, wo wir drauf gekommen sind, hey, war da mal dieser, der ist ja halb hin, den sollte man mal reparieren, was wir auch gemacht haben. Ich habe zwar daheim noch gefunden, einen, ich weiß es nicht, Laserbündler oder was, wo du mehr Schaden rausbekommst und ein Zielfernrohr für das Lasergewehr. Das Problem ist nur dies, den Prototyp kannst du nicht weiter aufrüsten. Das heißt, ich habe wieder alles zurückgelegt. Schade, hätte ich gern gemacht, aber es geht halt eben nicht. Jo, in der letzten Folge, was haben wir großartig geleistet? Wir haben halt eben noch, glaube ich, ein, zwei Sachen haben wir für die Rumsa gemacht. Wir haben natürlich die Dame aus dem See haben wir geborgen, den B-29 Super Fortress Bomber. Und theoretisch können wir Luftunterstützung, glaube ich, anfordern, aber natürlich gilt es nur für den Endkampf, was ich weiß. Also die kannst du jetzt nicht einfach so rufen wie bei Fallout 4 zum Beispiel die Artillerieunterstützung, wo du dir diese Gasgranaten da oder Leuchtgranaten wirfst und dann kommt das oder die Leuchtpistole schießt und die, wie haben die geheißen, gleich diese Fallout-Sheriffs da. Das ist was, das, ich habe es jetzt da wirklich schon eine Zeit lang nicht mehr gespielt, weil ich nicht mehr weiß, wie die Hanseln heißen, da diese die was bei Fallout 4 am Anfang die, das Gesetz, so wie die RNK so ähnlich, die Gesetzeseinhaltung beaufsichtigt haben und dann halt eben zerschossen worden sind und zersplittert worden sind, diese Gruppe. Ich weiß wirklich, die Minutemen, genau, Minutemen haben die geheißen. Ja, wie bin ich auf die gekommen? Ja, genau, wegen dem, die Unterstützung da anfordern und ich. Hat es nicht noch irgendwas anderes gegeben? Die Minutemen war mit der Leuchtpistole. Die Artillerie war, wenn du die Burg hergerichtet hast und halt eben die Geschütze bekommen hast. Und noch irgendwas hat es gegeben. Wir müssen darauf. Jo, das. Was war noch? Ja, ich habe mir auch noch angeschaut gehabt von gestern auf heute. Weil ich es wissen wollte, was bringen die anderen Begleiter? Weil wir haben ja in Boon und wir haben in Ed-E. Beides ziemlich coole Sachen. Also was wir kriegen durch die beiden, was war das gerade nochmal? Fertigkeiten. Da genau, während Boon sie begleitet, werden feindliche Ziele markiert, solange sie aktiv zielen. Das war das, dass alle rot glühen. Das ist jetzt nicht über drüber, aber es ist immerhin gar nicht mal so schlecht. Wo haben wir das andere? Durch ein Ed-E verbesserte Sensoren, genau. Während Ed-E sie begleitet, können sie Gegner auf größere Entfernung erkennen. Zusätzlich werden Gegner auch dann auf dem Kompass angezeigt und können im Wetter anvisiert werden, wenn sie getarnt sind. Das ist zum Beispiel eigentlich wirklich nicht schlecht. Durch ein Raoul habe ich festgestellt, dass unsere Waffen und Ausrüstungsgegenstände, also sprich die Rüstung und so irgendwas, nehmen 50% weniger ab. Durch die Benutzung oder halt eben durch Schaden oder so irgendwas. Und das kann, glaube ich, verbessert werden auf 75 irgendwie. Auch nicht schlecht. Dann gibt es noch
Dann habe ich halt eben gesehen, der Rex, durch den Rex, warte mal, was kriegen wir durch den Rex? Wenn wir zielen oder halt eben im Zoom-Modus sind, werden uns Gegenstände angezeigt, die wir brauchen können, wie Munition und so irgendwas. Ja, ist okay, ist jetzt nicht überdrüber, aber okay. Wenn wir Tante Lilly mit uns nehmen, den Supermutanten, dann kriegen wir 200% auf den Stealth Boy und irgendwas anderes, noch irgendwas ganz... ich weiß nicht, ich glaube Nahkampfschaden ist ein bisschen stärker, irgendwie so. Also jetzt auch nichts unnötig, also übertrieben Außergewöhnliches. Dann hat's noch, dann gibt es die eine, glaube ich, von der Bruderschaft, wenn du die mit hast, dann, wenn du mit ihr redest, kannst du die Werkbank quasi aktivieren durch sie. Also sie ist eine wandelnde Werkbank, irgendwie so. Dann gibt es noch eine Jägerin, die habe ich ganz vergessen. Wenn du mit der rumkreist, dann steigt deine... was ist es? Also so von wegen, dein Verteidigungswert steigt, wenn du Whisky saufst mit ihr und der Alkoholkonsum oder halt eben Alkoholkrankheit hat nicht mehr so wirkliche Auswirkungen. Finde ich jetzt auch nicht tolle. Und dann gibt es noch einen vom, genau, die Kinder der Apokalypse oder wie die heißen, da gibt es irgendeinen Arzt, den kannst du auch mitnehmen und der bringt da auch irgendwas von der Gesundheit her. Also, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie lauter schwache Sachen. Da finde ich die zwei, was ich da habe, halt eben, die finde ich schon richtig cool. Die bringen mir wirklich was. Auch jetzt nicht extrem überdrüber, außer vom Ad-E, muss man zugeben, das mit dem Sensor, das ist, finde ich, wirklich geil. So, jetzt sagt er mal ja von wegen, ja, brauchen wir 100. Ich bin gespannt, was da drin ist. Bei meinem Glück ist da natürlich nur, ich weiß nicht, irgendein... Was war das für ein Viech? Da ist ein Mini-Viech gerade vorbeigeflogen bei mir. Irgendein Versorgungsraum und die Sache hat sich. Okay. Aber jetzt. Nein, komm! Ja. Ich meine, wir haben eh genug von den Dietrichen, aber Dietrichen. Gut. Kaffee. Okay, sind irgendwelche Bösewichte hier unterwegs? Was aber eh klar ist, und ich tippe auf Ghule. Weil es hat ja geheißen... Ah, shit. Ja, der macht zu wenig Schaden. Die kann ich mir dafür nicht nehmen. Jetzt kommt gleich der Typ daher. Ah ja, wir haben ja noch Sachen zum... Dein Arsch gehört mir. Sie das hin. Okay. Hier entkommst du nicht. Gut. So viel dazu. Ja, die Falle wurde schon aktiviert. Ich sehe da. Geh Osse! Find's lustig, dass da noch die Fallen quasi aktiv sind. Ach, die werden gar nicht mehr angezeigt, toll. Fallout 4 ist das, gell? Wo die Minen angezeigt werden. Gut, da drüben sehe ich noch eine. Mein Schleichen muss ich, damit ich die Minen gescheiter deaktivieren kann. Da drüben ist, glaube ich, eine, ja. Da wäre leichter Läufer eigentlich gar nicht mal so schlecht gewesen, wenn ich mir den irgendwann mal genommen hätte. Gut, die sind da gestanden, das heißt, da dürfte eigentlich nichts sein. Den Rest werden wir nachher fladern.
keine. Ja, da vorne sind wieder welche. Warte mal, wie viel Schuss haben wir? Von denen haben wir ja gar nicht mehr so viel. Ach. Gut. Na, gekommen. Ups. Kommt der? Oder kommt er nicht? Also ich finde es halt eben schon interessant. Ich weiß schon, es soll halt eben ja eine eigene Atmosphäre bieten und so irgendwas. Aber die Tatsache, ja, und wir glitschen wieder durch die Gegend. Es tut mir leid. Also die Hand vor uns. Ach. Dass da alles noch voller Minen ist, wenn da schon mehrere Leute drin gewesen sein sollen, weil das... Da würde ich mal jetzt denken, die wilden Ghule machen also setzen diese Minen da, ne? Das macht nicht wirklich viel Sinn. Ja, Radioaktivität. Warum? Ja, nehmen wir mit. Ach du Scheiße. Wieder was. Weil da so viele Minen. Warte mal. Ah, okay, das ist nur Draht. Ich habe jetzt geglaubt, das ist ein Sprengfall. Also da ist er. Das haben wir gleich. Okay. Das macht's gut. Das ist ein blauer auch, weiß. Da war aber noch einer, oder? Da ist schon wieder einer her, das gibt's doch nicht. Da auch. Ja. Feuerwehrhelm. Ich glaube nicht, dass wir es jetzt da brauchen werden. Ja, und gleich daneben. Genau deswegen renne ich normalerweise nicht. Ach Gott, weil du dann die Minen leicht verfehlen kannst. Nee, die Harmonika gib ich wieder zurück. Spiel mir das Lied vom Tod, komm schon. Da, sowas nehmen wir nicht mehr mit. Das ist wirklich ein Vorteil bei Fallout 4, dass wenn du das Fetz aktivierst, dass du dann Minen auch siehst. So schaue ich mich eh schon um und ich werde dann sicherlich irgendwo eine Mine vergessen. Jö, ein Hirn. Und ein Auge. So, und das ist die andere Seite. Ja, da werden wir nach. Warte mal kurz. Verschlossen. Sehr schwer. Gut. Sie ist eh leer. Es steht ja dort. Nein, ich muss trotzdem drauf drücken. Elektroschrott nehmen wir mit. Brauchen wir für die Reparaturkits. Leer. Elektroschrott. Ja, nehmen wir mit. Können wir verkaufen. Nein, nehme ich nicht mit. Pass auf, ich nehme es mit, weil es zwei sind. Dann tun wir reparieren. Dann haben wir wieder was Teureres zum Verkaufen. So, das ist leer. Da ist natürlich auch nichts drinnen. Okay. Gut, damit ich durch die zweite Tür komme. Das Ding ist sicher schon fertig, gell? Ja. Das zweite Magazin werde ich jetzt nicht dafür opfern. Das zahlt es nicht aus. Das
Gut, wo ist unser Feuerwehrghoul? Der war da hinten irgendwo, gell? Gut, diese Ghule haben wir schon ausgeräubert. Nee, doch nicht. Achso, Mr. Harmonica, ja genau. Das soll ein Ödländer sein? Hä? Das ist doch ein Ghoul. Arzttasche, Feuerwehrhelm. Cool. Ja. Okay. Steampack, das darfst du behalten. Wir switchen auf die Schrotflinte. Nochmal schauen, ob da nicht irgendwo noch eine Mine ist, die wir vergessen haben. Ein Ghoul ist immer gut für ein paar Kronkorken, ne? Ah, da ist wieder, ja. Der Radioactive Man. Alter, was war das? Bin gerade durch die Welt geglitscht. Gut, ich speichere mal, aber extra irgendwo, wo es nicht wichtig ist. Ich glaube aber, diesen Glitch habe ich schon einmal gehabt. Ich bilde mir ein, den habe ich schon einmal gehabt. Du kommst da nicht hin. Burschen. Ich meine, ist schön, dass sich das Spiel jetzt nicht deswegen aufhängt. Zumindest bis jetzt noch nicht. Nein! Okay, wir werden es nie erfahren, was da drinnen ist. Gut, wurscht. Dann schauen wir da jetzt noch nach, ob wir da noch irgendwas haben. Nein, da ist ja nichts drinnen. Terpentin, Wahnsinn. Elektroschrott, ja, warum nicht? Altmetall. Ja, nehmen wir auch mit. Noch ein Bleirohr, sehr gut. Wir müssen eben unsere Bleirohre müssen wir ja reparieren. Und eine Tonne. So, na warte, bloß ein Bleirohr, da haben wir ein Bleirohr. Zack! Bitteschön. Gut, haben wir das auch gesehen. Ich weiß jetzt noch nicht, wo wir auf die andere Seite kommen. Ich glaube, es müsste hinten beim Raoul seiner Hütte sein, glaube ich, wo wir dann hinkommen würden. Das wäre eigentlich auch noch interessant zu sehen, ob da hinten noch was wäre. Einfach nur just for fun, weil wir da gerade da sind. Als nächstes müssen wir dann eh noch kurz zur kaminroten Karawane, dass wir da für die zwei Lovebirds, für den Jack und für die Molly, glaube ich, heißt die, dass wir derer das Outfit bringen. Okay, hier ist was. Na, da ist nichts. Weil laut dem Radar gibt es hier keine Location. Weil das haben wir schon gesehen, deswegen ist unten da das volle Dreieck, wenn es ja nicht ausgefüllt ist. Aha, da kommst du zur Hintertür. Das war wahrscheinlich das, was er gemeint hat, dass du über den Tunnel gehen sollst. Dass du hinten vorbeigehst und dann kommst du hinten rein. Die Mauer muss weg. Und dann da halt eben entlang am Dingele. Okay, wurscht. Wir wollen ja ein bisschen was heute schaffen. Kaminrote Karawane. Kann ich noch ein paar Sachen wenigstens bei einer verkaufen. Andere Sachen werde ich, wie gesagt, wie immer mitnehmen. Wie jetzt zum Beispiel das Ganze, den Elektroschrott und sowas. Wie immer. Und da müsste ich auch wieder mal anfangen, dass ich ein bisschen was von den Reparatursätzen, dass ich zusammenbaue. Weil jetzt haben wir wieder sehr viele Komponenten beieinander. Wieso ist der rot? Junge Herzen. Und da ist wieder... Wieso ist der rot? Wer wagt es?
Ah, da müssten wir auch mal runter. Ich meine, da können wir jetzt nicht runter, aber es gibt ja da die. Nee. Naja, lassen wir's. Gibt noch so viele Locations hier in, alleine um New Vegas herum, wo wir noch nicht drinnen waren. Morgen. Servus. Nein, da ist nichts. Die Müllabfuhr war doch nicht da. Und ich glaube, als nächstes werden wir dann wirklich mal ein bisschen in, also wenn wir das jetzt da haben, dass wir dann nach New Vegas mal reingehen und dort ein bisschen was machen. Dass wir vielleicht die Hauptstory mal machen mit dem Benny in Tops. So. Können wir da reinhupfen? Ja, geht sich aus. Janet, nicht Molly, Oh, Janet. hallo. Wie geht's denn Ihrem Freund bei den Rumsan? Wollte ich mich, eigentlich wollte ich mit Ihnen noch einmal über ihn sprechen. Es geht ihm gut. Ich komme wieder, wenn ich noch vom. Ja, genau. Das Ich hatte wollte ich mit ihm gehofft. sprechen. Gibt's was Neues? Haben die sich für meine Sicherheit verbürgt? Lüge. Ah, ich habe eine Rumsan-Uniform für Sie, die Sie auf dem Weg nach Nellis tragen können. Ein Problem. Ich habe einen Arbeitsvertrag mit der kaminroten Karawane und wenn ich einfach gehe, verliere ich den Lohn, den die mir noch schulden. Tun Sie mir noch einen Gefallen und reden mit Alice McLafferty? Ich weiß, wenn ich's tue, sagt sie einfach nein. Wäre sehr blöd, das Geld zu verlieren. Alter, die gehen auf die. Hallo, Ja. sind Sie hier um. Ich will handeln. Gern. So, du hast ja eh nix. Casodura-Druse. Nimm's, bitte nimm's einfach. Ich brauch sie nicht. So. Ja. Zack, Sensormodul, Standard-Zigarette, Stromleiter, Terpentin. Jo. Den kannst du auch holen, ist ja wurscht. Gegengift brauchen wir eigentlich auch, glaube ich, nichts. Patronenkochbuch. Nehmen wir es mit. So, der Feuerwehrhelm, den kalte ich mir auf jeden Fall. Hä? Okay. Einschussflinte, Laserpistole, was haben wir noch gefunden? Ja, Ueda, Urflaminen. Genau, die Karawanenschrotflinte, was, die wollten wir ja auch loswerden. So. Ich werde diese Minen alle nicht verwenden. Ist ja wurscht, ich nehme es trotzdem mit. Ist da. Tschüss! Gut, wo ist die? Ja, da hinten. Jetzt müssen wir mit derer wieder palavern. Guten Morgen! Willkommen zurück. Servus. Janet hat mich gebeten, mit Ihnen die Auflösung Ihres Vertrags zu arrangieren. Sind Arbeitsverträge üblich? Warte mal. Okay. Fragen wir mal Die kurz. meisten Handelskompanien, erfolgreichen Handelskompanien, haben sie. Es kann unangenehm sein, kurzfristig Angestellte zu ersetzen. Der Vertrag bindet Angestellte für eine bestimmte Zeit, nach deren Ablauf sie bezahlt werden. Nach Abzug der Unterhaltskosten. Was für Nahrung, Wasser, Unterbringung, Medikamente und Kleidung, das Übliche halt, wird alles von den Kompanien bezahlt. Sind die legal? Ja, und das sind sie schon seit Jahrzehnten. Die angeheuerten Helfer wissen, worauf sie sich einlassen. Wir verstecken nichts hinter großen Worten. Die Kompanien scheinen dabei das größere Stück vom Kuchen abzubekommen. Das kriegen wir ja auch. Aber wir zahlen immer, wenn der Vertrag endet. Betrüger bleiben nicht lange im Geschäft. Mehr In wollte ich nicht Ordnung. wissen. So, Janet will Ach aus ja, dem Vertrag Ihre raus. Vernarrtheit in einen Rumser, den sie nie getroffen hat. Es ist ein kleines Lager, da spricht sich sowas rum. Sie weiß, dass sie ihren Vertrag brechen würde.
Deshalb sind zweifelsohne Sie an Ihrer Stelle hier, um mit mir zu sprechen. Janet kann jederzeit gehen, aber sie büßt dann jeglichen Lohn ein, der ihr noch zusteht. Das ist der Preis eines Vertragsbruchs. Ist Ihre Entscheidung. Wollen Sie ihr wirklich die schönste Zeit Ihres Lebens ruinieren? Fälschen, so viel kann Janet doch nicht verdienen. Wir sind im Geschäft. Durch Sentimentalität ist die karminrote Karawane nicht so erfolgreich geworden. Aber dieses Mal lasse ich es durchgehen. Janet wird bekommen, was ihr zusteht. Betrachten Sie es als Geschenk. Kriecht, die Ameisen vor mir, kriecht! Ich habe die Fertigkeiten dazu. Das ist schön halt eben bei so einem Spiel, dass wenn du die Ding hast, die Fertigkeit oder von der Höhe her halt eben, dass es sofort durchgeht. Hat natürlich seine Nachteile, dass wenn da ein Punkt fehlt, haben wir ja auch schon gehabt, dass du definitiv keine Chance hast, halt eben irgendwas zu reißen mit so einem Extra. Haben Sie schon mit McLafferty gesprochen? Ich habe Sie überzeugt, alles zu zahlen, was man Ihnen schuldet. Sie können jetzt einfach gehen. Das ist toll. Geht schon. Ich wollte jetzt noch nicht unbedingt. Sie ist eine harte Chefin, aber sie weiß auf jeden Fall, was sie da tut. Sie weiß, was sie tut. So, warte mal. Da ist das Nordtor von Freeside. Ja, machen wir schnell die Reise. Ich glaube, das ist hier die falsche Richtung. Und ich könnte sie ja eigentlich über Camp McCarran machen mit der Bahn. Ja, also wenn irgendeiner blöd ist mit der Schrotflinte, ist er schnell aus dem Weg geräumt. Und alleine da jetzt im Freeside und so, da gibt es ja auch jede Menge Quests zu machen, alleine. Nur ich kann für ihre Sicherheit sorgen. Ja, ja. Alleine da ja drinnen halt eben für die Ärzte kannst du ja einiges machen, was ich mich noch erinnere, was, ja. Ihr wisst ja dann, dass mein Hirn manchmal löchrig ist und ich da mal irgendwas zusammenspinne. Das haben wir schon des Öfteren jetzt festgestellt. Aber was ich weiß, gibt es das wirklich halt eben, dass man da noch einige Dinge hat. Verfolgt mich da? Na, es ist der Boon, der mich verfolgt, okay. Einige Quests dort hinten. Das schaut interessant aus, ein Typ beim Maisfeld. Wenn du es baust, wird er kommen. Oder werden sie kommen? Der King kontrolliert die Wasserpumpe. Wenn sie Wasser wollen, müssen sie zahlen, wie alle anderen auch. Tschüss. Okay. Das ist meine Wasserpumpe. Geh zur nächsten. Eine Tür. Ein Baseball wurde weggeworfen. Gehen wir mal rein. Da ruckelt es ein bisschen. Jetzt nicht von der... okay, da war ja das Geschäft. Okay. Tommy Grangler. Ja, da musst du ja alles ablegen, bevor du reingehst. Eine Mülltonne. Hey. Baseball. Die haben was gegen Baseball. Gut, Atomic Wrangler Casino interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Da haben wir die Kings. Wie gesagt, mit denen. Plasma, Pistolen, Granaten. Wir haben alles im Silver Rush. Hab ich dich.
Verdammt! Wo liegt das Problem? Ich habe das Ding auf dem Aufenthalt in Freeside genossen. Ja, jetzt schon. Ein Bleirohr. Na super. Hey, die haben wir noch gar nicht gefunden gehabt. Die Motorradbrille, glaube ich. Das Bleirohr darf er sich behalten. Da ist das Dingele. Das Tor. Ich schaue mich nur ein bisschen um. Es hat ja da noch so einen Hinterhof gegeben, wo ich gar nicht hingegangen bin. Der eine Falle ist. Das ist das andere Tor? Nein. Ein Mülleimer! Da ist sicherlich wieder ein Baseball drinnen. Nein, der ist leer. Wieso drücke ich überhaupt drauf? Springmesser. Da gibt es nichts. Gut, ich speichle ganz kurz. Speichle. So, da hinten gibt es ja nichts. Da ist der Typ, genau, mit dem wir am Anfang gequasselt haben. Ja, nice, wurscht, gehen wir mal. Wir hätten wie viel? Auf Wissenssaft. Wissenssaft hätten wir auf 80. No. Unterziehen Sie sich einer Bonitätsprüfung und zeigen Sie Ihren Ausweis, bevor Sie sich dem Tor nähern. Unbefugte werden erschossen. Bonitätsprüfung, wozu das denn? Ich unterziehe mich der Bonitätsprüfung. 2000 Kronkorken erforderlich. Wissenschaft auf 80. Danke, Sir. Sie können weitergehen. Ein Glück, dass wir das auf 80 haben, ne? Ja, normalerweise, wie gesagt, die Dinge, die 2000, die hätten mich sowas von nicht gestört. Aber warum soll man zahlen, wenn man so auch reinkommt? Ich habe das Radio ausgeschalten. Entschuldigung, aber na, bist du nahe, die Farben sind da arg. Sie haben eine lange Reise hinter sich, was? Willkommen in New Vegas. Was machen Sie hier? Hier sieht es fantastisch aus. Wo soll ich anfangen? Zeig mir den Weg zum Tops, Victor. Ich muss eine Rechnung begleichen. Nicht jetzt, Victor. Ich bin beschäftigt. Du tauchst offenbar überall auf. Ja. Wissen Sie was, Partner? Ich glaube, ich kann Sie ruhigen Gewissens in mein kleines Geheimnis einweihen. Es wäre doch Unfug, wenn der alte Victor in einem Securiton feststecken würde. Ein Fingerschnippen und schon bin ich im nächsten. Netter Trick, was? Aber fragen Sie mich nicht, wie ich das mache. Ich weiß es nämlich selbst nicht. Was machst du hier? Betrachten Sie mich als Ihr persönliches Begrüßungskomitee. Aufgemerkt! Der Obermacker von New Vegas, Mr. House, will Sie unbedingt kennenlernen. Gehen Sie einfach zum Lucky 38. Das ist dieser riesige Turm, der verdächtig nach Roulette aussieht. Warum gibt es diese Einladung weiter? Sag mir doch, dass ich vielleicht vorbeikommen werde. Wir werden sehen. Nein, danke. Sehen Sie, Mr. House hat uns Securitrons hergestellt. Da kann ich doch zumindest seine Nachricht weiterleiten. Trödeln Sie nicht, er wartet. Auswurf. Ja, besser raus ist rein. Werde ich wohl ein Wörtchen mit eurem befehlshabenden Offizier reden? Warum sollen die einen Schienenbahn?
Am liebsten würde ich euch alle in eine Zelle werfen, damit. So, das ist das Gomorra. Das Tops ist auf der drüberen Seite. Los jetzt! Ich möchte kurz das mit Benny machen. Ah. Mein an sich. Was haben wir jetzt für eine Aufgabe? Also, auf dem Strip nach dem Mann suchen, der sie. So, das ist Tops. Also nochmal sorry, dass ich die Musik ausgeschalten habe. Ich weiß, das Dark Hörer hat normalerweise die Musik volle Wäsche. Ah ja, da ist Volt 21. Das muss ich mir auch noch anschauen. Da war ich einmal drin. Revolving Cocktail Lounge hat das Teil was. Also. LVB Station. Ja, wegen einem Copyright einfach. Und gerade Dean Martin, das kann nur Copyright sein. Das Ultralux, oh cool. So, das ist jetzt das Tops, ne? Weißt du, was wir machen? Weißt du, was wir machen werden? Ich werde das ausrüsten. Dann sollte ich keine Unschuldigen damit treffen, wenn es sein muss. Aber ich glaube, wir müssen. Ist es nicht eine von den Missionen, wo wir jetzt alles ablegen müssen? Dann dürfen wir erst mit ihm reden. Und da dürfest du nur die 22 mm haben. Hey, guter Mann, herzlich willkommen. Oder wie die heißt, 22 Kaliber. Ich muss Sie bitten, mir all Ihre Waffen auszuhändigen. Genau. Warum, wenn Sie meine Waffen wollen, dann müssen Sie mich erst umlegen. Ja, okay. Locker und lässig, so gefällt mir das. Keine Sorge, bei uns sind Sie absolut sicher, bis Sie. Ah, Rasiermesser, glaube ich, darfst noch mitnehmen. Oh, und ein Rat unter Freunden. Wenn Sie während Ihres Aufenthalts Waffen finden, tragen Sie sie nicht offen. Alles klar? Da wir dieses kleine Geschäft erledigt haben, was kann ich tun, damit Ihr Aufenthalt im Tops auch tatsächlich top wird? Wo haben Sie meine Waffe hingebracht? Was kann man hier machen? Alles, was Ihr kleines Herz begehrt. Sie zocken gerne? Volltreffer. In beiden Flügeln gibt es Karten, Automaten, was auch immer Sie wollen. Hungrig, durstig? Im Restaurant beim linken Flügel finden Sie das beste gastronomische Angebot in Vegas. Oder haben Sie eher Lust auf eine Show? Das Aces Theater im Obergeschoss bietet stets heiße Attraktionen. Sollten Sie nicht verpassen. Viel Spaß, Baby. Hallo. Ist ja wurscht. Schauen wir uns kurz um, ob wir irgendwo hin können überhaupt. Ich weiß nämlich jetzt gar nicht, was ist das? Cashier, ne? Ja, okay, Kassiererin. Ist es vier da? Okay, da kann man auch spielen. Das Blackjack? Ich mag diesen Wirrenslein. Okay. Das würde mich interessieren. Wie das ist. Ich meine, wie gesagt, glückmäßig sind wir relativ mau beieinander. Ich glaube, ich habe 4 auf Glück, oder? Ich meine, ich könnte steigern. Glück 3 sogar nur. Mit dem jeweiligen, also mit Alkohol und sowas. Willkommen im Tops. Was kann ich für Sie? Ich möchte Kronkorken gegen Chips. Wie viele Chips möchten Sie? Ich weiß es nicht. 5 Chips. Hier sind Ihre Chips. Ich möchte einmal kurz spielen. So. Einsatz erhöhen. Okay. Wir machen 5. Geben. Aha. Nein, was? Was war das jetzt? Ich hab glaub verdoppeln von wegen, dass wir einen Einsatz draufhauen. Ja, wurscht. Noch einmal.
Ich hätte doch noch eine Karte kriegen dürfen. Was war das jetzt da? Ich krieg 7 und 5. Wenn der mehr hat, dann habe ich das Recht, dass ich mir noch eine Karte nehmen kann. Boah, das ist, was ist denn das für... Boah. Ah! Verarsche. Was ist da drüben? Ich meine, ich könnte ihn wahrscheinlich so auch fertig machen. Das ist deiner, okay. Da geht's rauf. Präsidenten-Suite. Ja, die können wir, glaube ich... Achso, da ist er. Was haben wir denn da? Raufgehen. Bisschen. Wie geht's? Wie steht's? Nein. Schauen wir mal kurz rein. Ins Vierte. Wie steht's? Kann mit dem nicht sprechen. Hey, hey! Willkommen, willkommen, willkommen zum besten Unterhaltungsangebot von New Vegas. Mein Name ist Tommy Torini. Guten Abend. Servus. Tja, es war meine Idee. Naja, und die vom Rest des Red Packs. Wir gingen damit zu Benny und er hielt es für eine gute Idee. Und jetzt, ein paar Jahre später, sind wir die beste Show in New Vegas. Also soll das eine Anspielung auf den Sammy Davis Jr. sein, nehme ich mal stark an. Was halten Sie von Benny? Was machen Sie hier? Naja, abgesehen von meiner Tätigkeit als Talentmanager, Showplaner und Mann für alles in diesem edlen Theater, bin ich auch noch der Star der Show. Jeden Abend gibt es von 8 bis Mitternacht die Red Pack Revue live, nur hier im Aces Theater. Okay. Echt, was für Art von Unterhaltung haben sie denn? Klingt so. Keine Frage, Baby. Warum wollen Sie Tommys Herz mit einer solchen Frage brechen? Ich leite hier das beste Unterhaltungsangebot in New Vegas und Sie fragen mich, was es sonst noch gibt? Ganz sicher nichts, was unseren Angeboten im Tops das Wasser reichen könnte. Okay, tut mir leid. Kein Thema, Baby. Tommy verzeiht gerne. Okay. Immer cool. Ja, na, das Anspielung auf den Sammy Davis Jr. Gut, wurscht. Aber wie soll man noch weiter raufkommen? Oder müssen wir da ins andere Gebäude, oder? Ist da drüben nicht... Ne, da geht's nicht drauf. Warte mal ganz kurz. Wow, Alter, das ist auf. Genießen Sie Ihren Aufenthalt? Alles, was Ihr kleines Herz begehrt. Sie zocken gerne? Volltreffer. In beiden Flügeln gibt es Karten, Automaten, was auch immer Sie wollen. Hungrig, durstig? Im Restaurant beim linken Flügel finden Sie das beste gastronomische Angebot in Vegas. Ach so. Oder haben Sie eher Lust auf eine Show? Das Aces Theater im Obergeschoss bietet stets heiße Attraktionen. Ah, okay. Okay, so hat er das gemeint. Fehlt. Passt schon. Ja, also wie gesagt, vom Dingele her, wir haben keine Waffen, aber wir haben trotzdem, waffenlos haben wir ja um ein Eizel gesteigert. Gut, dann werde ich jetzt nochmal speicheln. In drei Teufelsnamen? Wir bleiben im Takt, was? Ganz locker. Ganz locker. Solltest du an deiner Treffsicherheit arbeiten? Ich will den Platin-Chip und ich will ihn jetzt. Nenn mir nur einen Grund, warum ich dich nicht umlegen sollte.
Das kann ich nicht machen. Und das weißt du auch. Die Sache hat eine Menge Knackpunkte und reichlich Verflechtung. Aber auch reichlich Action. Genug für uns beide. Doch darüber quatschen wir lieber nicht in der Öffentlichkeit. Warum verdrücken wir zwei uns nicht und suchen uns ein privateres Plätzchen? Dann beantworte ich alle deine Fragen. Du willst einen Grund, was? Wie wär's denn mit gleich vier? Man nennt sie Leibwächter und jeder von ihnen hat ein Schießeisen. Ich übrigens auch. Also sind das schon fünf. Noch dazu ist jeder Vorsitzende hier bewaffnet. Und nicht mit so Erbsenpistolen, wie du sie vielleicht an den Kontrollen vorbeigeschmuggelt hast. Auf jeden Fall bist du nicht hier, um Rache zu nehmen, sondern du willst wissen, was abgeht. Wie ich schon sagte, wir sollten irgendwo miteinander sprechen, wo es ein bisschen privater ist. Erstmal kriegst du die Präsidentensuite. Das beste Zimmer des ganzen Hauses. Du hast dir einen Vorgeschmack auf das Leben als VIP verdient. Ich hänge noch ein wenig hier unten rum, als ob nichts gewesen wäre. Dann komme ich nach. Alle Fragen beantworte ich dir. Garantiert. Wenn du mir dann vertraust, mache ich es. Folge mir. Kommen Sie Mr. Benny nicht zu nah. Das kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern. Dass wir mit dem jetzt großartig palavern. 47 Minuten. Kurz einmal umschauen, ob es da irgendwas Interessantes gibt. Gut, wir dürfen alles mitnehmen, das finde ich nett. Hey, hier kann man sogar aus der Toilette trinken. Yay, yeah, cool, ich hab's geschafft. Nehmen wir gleich mit. Na, ist schon cool für die Umstände da. Da. Nehmen wir mit. Was gibt der Kühlschrank her? Ah, doch so viel. Okay. Ich lasse aber trotzdem alles drinnen. Was? Ich war doch nicht dort, wie. Oder weil sie dort angekommen ist. Ah, Abfall. Hol da deine depperten Abfall. So, da waren wir drin. Da gucken wir uns auch noch kurz um. Da haben wir eine Lesebrille, ein Bierchen. Funkgerät. Chick. Ein Buch. Eine Kaffeetasse. Geht's da hin? Oh, Konferenzraum. Okay. Zum Freten. Hinige Bücher. Viele Kratzer auf dem Tisch, warum auch immer. Weil die Executives oder wer sich da immer trifft, wahrscheinlich in den Startlöchern scharen oder so. Könnte eine Anspielung sein, wer weiß. Was haben wir hier? Oh, hallo. Warte mal, das ist waffenlos, gell? Tada, waffenlos plus 4, wunderbar.
Jetzt, wo du und ich unter uns sind, muss ich dich was fragen. Warum bist du noch am Leben? Mir ist ein paar... um mich aufzuhören. Zufall ist was für Verlierer, Baby. Irgendwer hält da die Fäden in der Hand. Nachdem wir dich umgelegt hatten, wie konntest du mich da verfolgen? Das Wie ist egal. Ich bin hartnäckig. Das ist alles. Wenn ich nur dran denke, dass ich diese Zunderbüchse für meinen Glücksbringer gehalten habe. Wie ironisch. Jetzt haben wir wohl genug um den heißen Brei herumgeredet. Verrate mir doch mal, wie der Wind wehen wird. Frage mich, warum ich dich nicht einfach umnieten sollte. Ich habe Fragen, und zwar eine Menge. Wenn du glaubst, dass wir zusammenarbeiten können, dann lass dein Angebot hören. Du verpestest meine Suite, Benny. Verschwinde, wir reden später. Ich frage mich, warum ich dich nicht einfach umnieten soll. Du hast mich ordentlich reingelegt, Baby. Das ist mal sicher. Wenn du mich umnieten willst, dann wäre jetzt der Zeitpunkt dafür. Aber Baby, du enttäuscht mich. All der Ärger, nur um diesen Budenzauber zu inszenieren? Dir geht es doch um mehr, oder? Du hast recht, ich will antworten. Ich will dich einfach tot sehen, Benny. Benny angreifen. Was bietest du an? Ja, du hast Fragen? Ich habe die Antworten. Immer der Reihe nach. Erzähl mir zuerst von dem Platin-Chip. Ich möchte mehr über die Gruppe wissen, die um Vegas kämpfen. Was genau hast du vor, Benny? Wenn du glaubst, dass wir zusammenarbeiten können und du verpestest meine Suite, bla bla bla. Das ist House Heimvorteil, Baby. Damit kann Mr. House die Sache zu seinen Gunsten drehen. Was macht es hat Chip? Irgendwas mit den Securitrons zu tun. So viel weiß ich. Verbessert wohl ihre Schlagkraft, gibt ihnen mehr Rums. Könnte vielleicht ein bisschen was helfen, wenn man den Strip gegen Caesar's Legion oder die RNK verteidigen will. Oder vielleicht gegen beide. Er ist eine Art Datenspeicher, verstehst du? Die Daten auf dem Chip sind das Platin, nicht der Chip selbst. Problem dabei ist nur, dass der Chip in keinen Computer passt, den ich auftreiben konnte. Dafür braucht man wohl spezielle Hardware. Gib ihn her! Baby, geh mal vom Gas. Es sollte jemand den Chip kriegen, der was damit anfangen kann. Sprich, ich und nicht du. Du kriegst einen Anteil. Und zwar einen ordentlichen. Aber der Chip bleibt bei mir. Du hilfst mir und ziemlich bald werden die Vorsitzenden den ganzen Strip regieren. Mit reichlich Roboterunterstützung. Du kriegst einen saftigen Anteil. Aber bis dieser Tag kommt, kriegst du ein Gehalt und einen Bonus für Spezialmissionen. Wie klingt das? Also wir haben erst die Antworten, dann entscheide ich, wir sind im Geschäft, ich soll dir vertrauen, nein, danke, vergiss es, ich verzeihe dir. Oder zu spät, Zeit zu sterben. Hätte wohl wissen sollen, dass es so kommt. Aha! Na, reicht schon? Achso, er hat ein Billard-Ding hat er genommen, cool. Okay, scheiße. Geht's jetzt wieder? Okay, danke. Gut, allgemein. Alles sehen wir da nicht, gell? Das ist auch wieder was ein Ding gemacht haben. Hilfsmittel. Hilfe. Zack. Maria.
Ja, na, also mit dem Typen mache ich sicher keine Geschäfte, weil, ja, der Arsch hat mich ja probiert umzunieten und dieses Dingele von wegen, ja, es war alles nur Geschäft und bla bla bla. Ist ja wurscht. Komm, Boon. Das passt schon. Ja, na, jede Menge Boos. Gut. Das Einzige, was ich mich jetzt nur noch frage, ist das von wegen, ob die jetzt da unten mich attackieren oder nicht. Deswegen habe ich zuerst im Pip-Boy nachgeschaut, ob man da jetzt da irgendwie, ob man das irgendwo sieht, ob man jetzt da ein... Oh, schön. Granatwerfer, Powerfaust, alles mögliche hier gefunden. Ob wir ein Verbrechen begangen haben oder nicht. Ich meine, wir werden es eh gleich merken, wenn wir jetzt runtergehen. Aber wie gesagt, ich habe keine Lust. Ich weiß eh, der Benny ist auch eine Möglichkeit, wie man die Hauptquest beenden kann, dass man mit dem Benny zusammenarbeitet. Nur, na. Gut, wir gehen. Wir müssen jetzt nicht unbedingt mit denen uns anlegen. Und wenn ja, dann machen wir das draußen, nicht herinnen. So, kriege ich meine Waffen? Genießen Sie Ihren Aufenthalt? Entspannen Sie sich. Denn passiert nichts. Wir bewahren Sie in der Bank im Obergeschoss auf, direkt neben dem Geld. Sie sind bestens geschützt. Viel Spaß. Gut, kriege ich es jetzt eigentlich wieder, wenn ich rausgehe? Das wäre noch schöner. Irgendwie, ich finde es süß, oder ich finde es leiwand, dass halt eben ein Sammy Davis Jr. eingebaut haben in das Ganze. Das gefällt mir schon. Die Augen des mächtigen Caesar ruhen auf ihnen. Er bewundert ihre Leistungen und verleiht ihnen das außergewöhnliche Geschenk seines Zeichens. Alle Verbrechen, die sie gegen die Legion begangen haben, sind hiermit vergeben. Caesar wird kein zweites Mal Gnade walten lassen. Mein Herr wünscht ihre Anwesenheit in seinem Lager am Fortification Hill. Sein Zeichen gewährleistet eine sichere Reise durch unsere Ländereien. Sie schon wieder. Wie haben sie mich hier gefunden? Ja, haben wir mit dem schon mal gequatscht? Ich weiß gar nicht mehr. Warum möchte mich Caesar sehen? Wenn das eine Falle sein sollte, dann nehme ich eine Menge von euch mit. Sagen Sie Caesar, dass ich seine Einladung annehme. Alles interessant. Gehen Sie zu ihm und Sie werden es verstehen. Zu Caesar gelangen sie über die Cottonwood Cove südlich von Nelson. Der Cursor Lucullus wird sie erwarten. Hey, Caesar, ja, ich habe eine Nachricht für Sie. Sie ist vom Botschafter Crocker. Sehr wichtig. Bitte sehr. Ja, alle. Wie sagt man das? Alle Sie sollten mal bei Nacht vorbeischauen. Wer war das? Oh. Okay. Alle ringen um meine Gunst, eh klar, weil wir sind ja der Auserwählte. Wie immer. Wir sind jetzt auf genau einer Stunde. Ich würde mal sagen, dann lassen wir es für heute gut sein. Wir haben ja bis... Warte mal, wir haben ein bisschen was haben wir ja geschafft.
Ja, gibt dieser Wildcard Benny. Was? Das haben wir nicht gemacht. Okay, machen wir das noch gar. Ich hatte es eigentlich nicht. Ich hätte mir das, wir sind schon fertig. Aber ich möchte es abschließen. Nur ist lustig, warum haben die den Chip? Also. Das weiß ich auch nicht mehr. Das ist ein Chip vom Doktor. Vom Dr. House, vom Mr. House. Wobei Dr. House wird es wahrscheinlich eh sein. Hey, hey, guter Mann, herzlich willkommen im Tops Hotel. Ja. Locker. Oh, da wir dieses kleine Geschäft. Tschüss. Viel ach Gott, na. Warte mal. Oh. Ich hätte mir gedacht, in der Suite sollen wir nachschauen. Hä? Sollen wir wieder rausgehen? War das unten oder? Ich kenne mich nicht aus. Dann gehen wir nochmal runter. Jetzt sind wir da richtig. Schaut so aus. Ja, dann war das gar nicht seine Bleibe, das war unsere Bleibe, wo wir waren. Und jetzt haben wir halt eben seinen Schlüssel. Okay, das ist doch auf der anderen Seite. Ach Gott. Hä? Die ist da hinten. Wie soll ich denn da hinkommen? Ah, geht's da hinten eh weiter? Hoffe ich einmal. Ansonsten weiß ich nicht, wie da. Nein, da geht's nicht weiter. Wie soll ich denn da hinkommen? Volt 21. Auf die drübere Seite von. Da über. Okay, über die Suite da. Ist auch komisch. Bei dem einen ist von wegen, hey, das ist das. Jetzt können wir das auf einmal nehmen. Okay. Ich schaue nur kurz nach. Ich muss nachschauen. Es tut mir leid. Der Looter in mir. Lampen. Im Badezimmer schaue ich eigentlich immer nur nach, ob da zufällig irgendein. Oh, vor dritter Woche falschen. Ob da irgendwo ein Erste-Hilfe-Schrank ist, aber da ist ja nie einer.
Dietrich und du. Kaputtes Terminal, kaputtes Terminal. Kaputtes Terminal, wo geht's da hin? Ah. Das sind die Hintertüren der Programmierer. Oder des Programmierers. Der Ja-Sager. Hallo, schön Sie zu sehen. Was kann ich heute für Sie tun? Was machen Sie Gute hier? Gute Frage. Meine Aufgabe ist es, das Datennetzwerk von Mr. House zu überwachen und seine verschlüsselten Sendungen zu dekodieren. Ich möchte mich vorstellen. Ich bin ein Securitron vom Typ PDQ-88B. Aber Sie können mich Ja-Sager nennen. Wieso arbeitest du jetzt für Benny statt für Mr. House? Wenn ich das richtig verstehe, war ich früher genau wie alle anderen Securitrons auf dem Strip. Aber dann wurde meine neuronale Rechenmatrix komplett neu programmiert. Damit ich nett bin. Sehr, sehr nett. Benny hat eine Securitron umprogrammiert, ganz allein. Was ist das für ein... Dies ist Bennys Werkstatt. Während der Renovierung des Tops hat er diese Hälfte der Etage für den Eigenbedarf absperren lassen. Man könnte sagen, das ist meine ganze Welt. Ich glaube nicht, dass ich diesen Raum je verlassen habe. Aber das macht nichts. Ich beschwere mich nicht. Sicher! Benny hat ihn mir einige Male gezeigt. Es ist ein Datenspeicher, so eine Art Holoband, aber viel fortschrittlicher. Und was den Inhalt betrifft, in Datenübertragungen von Mr. House klang es so, als könne man mit dem Chip irgendein Upgrade seiner Verteidigungssysteme vornehmen. Das ist jetzt aber nur eine Vermutung. Die Schulterpolsterchen. Der Chip hat ein eigenes Format. Sie bräuchten besondere Hardware, um den Inhalt lesen zu können. Im Netzwerk gibt es zwei Orte mit Nicht-Standard-Hardware. Das Lucky 38 und eine Einrichtung unter dem Fortification Hill. Dort würde ich suchen. Was hatte Benny mit dem Chip vor? Benny hat eine Security. Ja. Oh, er wollte Mr. House töten und mit dem Platin-Chip meine neuronale Rechenmatrix in den Zentralrechner des Lucky 38 kopieren. Dann hätte ich Kontrolle über alle Verteidigungssysteme von Mr. House, insbesondere seine Securitrons. Und ich würde wohl das tun, was man mir sagt. Du bist ja sehr freizügig mit diesen Informationen. Kann man das wirklich machen? Sicher, wenn der Chip Administratorrechte zurücksetzen kann, wird es super leicht. Wie wäre es, wenn ich New Vegas selbst übernehme? Was müsste ich tun? Benny hat einen Tipp. Ja, fragen wir mal kurz. Dann müsste ich Ihnen helfen. Offensichtlich hätte Benny das nicht gewollt. Aber es ist nicht mein Fehler, dass ich nicht Nein sagen kann. Was sind die Einzelheiten des Plans? Oberstes Ziel ist es, Mr. House auszuschalten und meine neuronale Rechenmatrix im Zentralrechner des Lucky 38 zu installieren. Ihnen als Neuankömmling würde ich auch noch empfehlen, sich mit den Stämmen der Region vertraut zu machen, sodass Sie sie besser einordnen können. Bis Sie all das erledigt haben, sollte die Legion kurz vor dem Angriff auf den Hooverdamm stehen. Und wir werden die letzte Phase des Plans einleiten. Mal angenommen, Mr. House hätte einen Unfall. Wie würde das passieren? Sollte ich diese Stämme fragen, ob sie ein unabhängiges Vegas unterstützen werden? Benny hat ein Ding. Du hast etwas über einen Bunker beim Vorgesagt. Richtig, das ist einer von zwei Orten in Mr. Houses Netzwerk mit Nicht-Standard-Hardware. Ich vermute, es gibt dort ein Lesegerät, das den Chip dekodieren kann. Und wer weiß was noch? Vielleicht einen Riesenroboter oder so etwas. Das sehe ich mir mal an. Ich werde es mir überlegen. Allerwenigstens braucht Vegas noch mehr Roboter. Das sehe ich Schön. Mir mal an. Informieren Sie mich über Ihre Erkenntnisse. Okay, tschüss. Hoffentlich sehen. Gut, damit haben wir jetzt noch ganz kurz zum Schluss was Interessantes. Erfahren, beziehungsweise heute eben eingeleitet. Muss zugeben, das habe ich noch nie gemacht, dass ich selber quasi der Herrscher von New Vegas geworden bin. Ich habe es ein oder zweimal habe ich es durchgespielt. Einmal weiß ich definitiv, da habe ich es durchgespielt. Ich weiß aber gar nicht, ob ich jetzt erzählen soll, mit wem ich es durchgespielt, also für wen ich mich entschieden habe. Ich sag nur gleich, für Caesar würde ich mich nie entscheiden. Das ist mir
weiß nicht, das taugt mir überhaupt nicht, das ist mir zu primitiv. Gut, dann werden wir jetzt diese Folge beenden. Sie ist ja eh wieder auf Überlänge ist hinausgeraten, das Ganze, oder hat sich so entwickelt. Ich weiß, ich hätte bei einer Stunde hätte ich ja aufhören wollen. Und eigentlich hat es ja gar nichts mehr mit dieser Mission zu tun gehabt, sondern einfach, das ist ein anderer Weg, den du wählen kannst. Und daher ist es eine eigene Questreihe, eben weil wir ihn Benny zur Strecke gebracht haben. Ansonsten hätte man die Dinge zwar auch bekommen, aber anders, wenn wir dann für den Benny gearbeitet hätten und er uns eben die Aufträge gegeben hätte. So, aber jetzt das speichern wir noch einmal und ich hoffe einfach mal, euch hat es Spaß gemacht, mir wieder zuzuschauen bei einer weiteren Folge von schauen wir mal FMV360. Jo, das war Folge 34. Ich wünsche euch einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend, je nachdem wann ihr diese Folge sehen solltet und vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Mensch bleiben. Tschüss. Baba.